Dann sehen wir uns das erste Stück. Also wir können jetzt aus dem Programm natürlich nur eine kleine Auswahl diskutieren und dass die natürlich auch immer nur ausschnittweise anspielen. Anspielen wird Daniel, nicht ich, keine Sorge. Aber wir haben versucht, eine Auswahl zu finden, die die verschiedenen Gattungen der Musik für Tasteninstrumente, für Orgel so ein bisschen abgleicht. Also ein Variationszyklus, ein Choralvorspiel und so weiter. Und das erste Werk, das wir uns ausgesucht haben, hat eben einen Titel, der allen Bach-Kennern irgendwie vertraut vorkommt. Wir wissen ja, dass die Goldberg-Variationen Variationen über eine Aria sind. Und auch dieses ganz frühe Stück ist eine Aria Variata alla maniera italiana von 1704. Das heißt, eine variierte Aria, ein variiertes Gesangsstück, instrumentales Gesangsstück auf italienische Manier, auf italienische Weise. Und bei diesem Stück liegt es nahe, einen Bezug zu einem der beiden Familienmitglieder von Johann Sebastian Bach zu sehen, die den Vornamen Johann Christoph trugen, nämlich sein Onkel in Eisenach. Und warum würdest du uns jetzt bitte erklären? Ja, also es ist ganz einfach so, es gibt den gleichen Titel ohne diesen italienischen Zusatz, aber Aria Variata und in der gleichen Tonart in A-Moll, auch bei Johann Sebastian Bachs Onkel Johann Christoph. Und Johann Christoph war auch nach Bachs späteren Zeugnissen vielleicht der tiefgründigste Komponist der Bach-Familie. Johann Christoph wirkte an der Georgenkirche Eisenach, in der auch Bach getauft ist. Und Johann Christoph verfügte über eine sehr große Barockorgel, deren Bau er auch über lange Zeit begleitete. Interessant an dieser Aria Variata von Johann Christoph ist, dass es hier eben auch diese Überschneidung der Idiomatik gibt. Offensichtlich ist es für ein Pedalinstrument geschrieben. Und dieses gleiche Merkmal finden wir auch bei der Komposition von Johann Sebastian. In der Tonart gleichen sich die beiden Stücke. Allerdings ist der Zyklus von Johann Christoph Bach auf einem achttaktigen Thema basierend mit 15 Variationen wesentlich kürzer und wesentlich stereotyper komponiert. Und bei Johann Sebastian Bach im Alter von 19 Jahren mit 10 Variationen, mit einem wesentlich längeren Thema, also viel stärker profiliert in den einzelnen Variationen von den Klangfarben, von den Spieltechniken, die angesprochen werden. Könnte man vermuten, dass Johann Sebastian mit 19 schon versucht hat, seinen Onkel ein bisschen zu überbieten in dieser Hinsicht? Das ist eine schwierige Überlegung. Also der Grund, warum man annimmt, dass er hier auf seinen Onkel anspielt, sind einfach auch die Lebensdaten von Johann Christoph. Er starb 1703. Und wir müssen auch wissen, die Bach-Familie war eine unglaublich große Familie, eine Musikerfamilie. In ganz Thüringen konnte man an ganz vielen Kirchen und Schlössern Bache antreffen. So eine richtige Mafia, könnte man sagen, ist jetzt überall ausgebreitet. Aber auch durch Qualität gekennzeichnet. Und ja, es mag sein, dass Johann Sebastian vielleicht 1704 auf dem jährlichen Familientag ad honorem zu Ehren des verstorbenen Onkels dieses Stück vorgestellt hat. Das ist denkbar, das wissen wir natürlich nicht im Einzelnen. Und natürlich hat er auch gesagt, ich greife die Gattung, die Tonart auf, aber ich entwickle es weiter. Das ist offensichtlich. Jetzt spiele ich einmal von Johann Sebastian Bach die Aria.
Vergleich dazu möchte ich jetzt das Thema der Aria Variata von Johann Christoph Bach vorstellen. Natürlich ist das eine viel einfachere Struktur und trotzdem sehen wir bestimmte parallele Elemente. Wir sehen zum Beispiel den Anfang in A-Moll, der nach C-Dur führt. Wir sehen den zweiten Teil, der in C-Dur beginnt. Aber natürlich hat sich Johann Sebastian Bach noch viel weiter rausbewegt und etwas viel Größeres im Thema schon aufgebaut. Ja, also was bei Johann Christoph Bach, dessen merke ich natürlich nicht umfassend kenne, aber was auffällt, ist eben dieses Vertrauen auch auf sehr elementare, ganz schlichte Wirkungen. Also dieses berühmte und vielgesungene Lamento, ach, dass ich was, das genug hätte, das ist ja doch ganz anders als Johann Sebastians Ansatz gewesen wäre, aber es ist zugleich in seiner Weise sehr eindrucksvoll. Also dass Johann Sebastian eben in diesem Überblick oder dem Stammbaum über die Bachsche Familie schreibt, es sei ein tiefer Komponist gewesen, sein Onkel, das ist schon irgendwie nachvollziehbar. Ja. Ja. Und jetzt möchte ich noch auf ein ganz spannendes Element hinweisen, das offensichtlich in der Familie, in der Musikerfamilie schon gegenwärtig war und dass wir in der letzten Variation, im Abschluss dieses Zyklus von Johann Christoph nochmal antreffen können. Und das ist das harmonisch Kühne, das Ausbrechende, das Überraschende. Also das ist natürlich, ist uns vollkommen klar, dass es bei Johann Sebastian Bach vorliegt. Aber hier können wir sehen, woher er das hatte. 15. Variation. Vielversprechend ist für mich der Einsatz des verminderten Akkordes. Der taucht hier schon ganz emanzipiert und in seiner harmonischen Schärfe immer wieder überraschend auf. Und das, diesen Akkord kennen wir dann bei Bach eigentlich, wenn er in seiner jugendlichen Rebellion auch vollkommen gegen die Wand läuft und teilweise Vermahnungen über sein gottesdienstliches Orgelspiel bekam. Also an solchen Passagen. Und da sehen wir ganz eindeutig, das gab es schon in der Familie. Und von dort sehen wir den Startpunkt von Johann Sebastian Bach ganz deutlich. Der sogenannte verminderte Septimakkord ist ja der einzige Akkord oder die bedeutendste akkordliche Dissonanz, weil er sich auch tonal nicht so richtig einordnen lässt. Das wird ja dann für den späteren Bach auch eine Rolle spielen, chromatische Fantasie und Fuge. Da geht es ja auch viel um diese Vieldeutigkeit dieses Akkords. Und
Das ist schon ganz interessant zu sehen, dass das sozusagen in der Familie liegt.